Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr euch einen eigenen TV-Server im Heimnetz konfigurieren könnt mit Hilfe von TV-Headed. So ein TV-Server im Heimnetz ist wirklich eine coole Sache. Zum einen könnt ihr von jedem netzwerkfähigen Gerät wie Smart TV, Tablet, Smartphone und so weiter live Fernsehen schauen und ihr könnt aber mit dem Ganzen auch Timeshift betreiben und sogar auch ganze Fernsehsendungen aufzeichnen. Was ihr alles an Hardware für so einen solchen TV-Server benötigt und wie ihr die Software dafür Schritt für Schritt auf einem Ubuntu-Server konfigurieren könnt, das seht ihr jetzt. Zu Beginn des Videos erstmal vielen, vielen Dank an meine stetig wachsende Patreon-Community. Vielen Dank für euren Support, das Ganze schätze ich wirklich sehr und ihr habt es auch unter anderem möglich gemacht, dass dieses Video hier entstehen kann. Wer meine Patreon-Community noch nicht kennt, dann schaut einfach mal vorbei auf patreon.com/apfelcast. Wie ihr an der Länge dieses Videos wahrscheinlich schon erkennen könnt, ist die Konfiguration eines solchen TV-Servers ein bisschen ein umfangreicherer Prozess. Deshalb habe ich dieses Video hier auch in einzelne Parts untergliedert, zu denen ihr dann auch die passenden Timecode-Links unten in der Beschreibung findet, sodass ihr immer einen Prozess dann auch direkt nachmachen könnt, dann zum nächsten gehen, also auch immer wieder auf dieses Video hier zurückkommen. Trotz der Länge würde ich euch allerdings empfehlen, das Video komplett anzuschauen, sodass ihr auch dann sicherstellen könnt, dass es bei euch auf Anhieb funktioniert. Fangen wir also mal an mit der Hardware-Vorbereitung. Nun, die Grundvoraussetzung für dieses Projekt ist natürlich, dass ihr einen SAT oder Kabel, also DVB-C oder DVB-S-Anschluss, in der Nähe von eurem Home-Server habt oder logischerweise ihren Home-Server einfach in der Nähe eines solchen Anschlusses aufstellt, denn damit funktioniert das Ganze. Grundsätzlich ginge das auch mit DVB-T und DVB-T2, in diesem Video beschränke ich mich allerdings auf diese zwei Anschlussarten. Wenn ihr dann den Anschluss in der Nähe von eurem Server habt, dann müsst ihr natürlich noch eine Möglichkeit haben, den Anschluss quasi mit eurem Server zu verbinden, denn ich vermute mal, die wenigsten Heimserver von euch werden schon ein Antennenstecker in irgendeiner Form bei euch montiert haben. Nun, dafür gibt es wirklich sehr, sehr einfache und auch kostengünstige Möglichkeiten. Fangen wir mal mit dem einfachen Kabelfernsehen, also DVB-C an. Hier ist es am einfachsten und auch am günstigsten. Ihr habt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder ihr nutzt eine PCIe-Karte, die ihr also wirklich so eine ganz normale Karte eben in euren Server dann einsetzt, wenn ihr das auch von der Bauform her und von den Anschlüssen am Mainboard unterstützt. Da habt ihr dann eben einen ganz normalen Antennenstecker dran und könnt das Ganze dann damit verbinden. Das funktioniert natürlich. Die einfachere Möglichkeit ist aber einfach, ihr nutzt einen solchen DVB-C-USB-Stick. Die gibt es wirklich sehr günstig, zwischen 10 und 15 Euro auf eBay, sind auch recht klein, die tragen nicht viel auf. Link zu dem Produkt findet ihr natürlich in der Beschreibung. Ich benutze hier für dieses Projekt selber auch so einen Stick und habe damit auch in den letzten Jahren wirklich gute Erfahrungen gemacht. Der große Vorteil dieser Variante ist natürlich, dass ihr einfach nur einen USB-Anschluss braucht und das hat also, glaube ich, wirklich jeder Server. Damit könnt ihr dann zum Beispiel auch Geräte wie ein Intel NUC oder ähnliches, das eben keinen klassischen PCIe-Slot hat, für dieses Projekt nutzen. Nutzt ihr nun ein Satelliten, also DVB-S-Signal, dann ist grundsätzlich die Herangehensweise hier die gleiche. Ihr braucht eben eine Karte oder Stick, um dann eben das Signal an euren Server weiterzuleiten. Allerdings gibt es jetzt hier für DVB-S, habe ich gesehen, auf dem Markt gar nicht mal so viele Sticks, die das unterstützen, also USB-Sticks. Sonst hier findet ihr eher PCIe-Karten und hier habt ihr wirklich aber eine große Auswahl, wenn ihr auf solche Karten setzt und das auch euer Server unterstützt. Gebraucht findet ihr die teilweise für 3-4 Euro ganz günstig auf eBay. Link zu ähnlichen Produkten findet ihr natürlich dann auch in der Beschreibung. Allerdings gibt es noch eine weitere Möglichkeit, das TV-Signal auf den Server zu bekommen, ohne dass ihr hier irgendwas an Zusatzhardware zumindest direkt am Server anschaffen müsst. Und das ist sozusagen SAT over IP. Und das funktioniert nicht nur mit einem SAT-Signal. Habt ihr beispielsweise eine Fritzbox-Cable, so unterstützen die meisten Modelle dort auch SAT over IP, aber eben für das Kabelsignal. Dieses Protokoll wird auch von TV-Headend unterstützt und wird ja ganz normal übers Netzwerk, also übers LAN-Kabel übertragen. Da bräuchtet ihr dann gar keine weitere Hardware. Wichtig ist hier nur, dass ihr eine freie Fritzbox habt, das heißt nicht eine, die vom Anbieter zur Verfügung gestellt worden ist. Hier ist oftmals diese Funktion deaktiviert. Natürlich gilt das Gleiche auch für klassische SAT-over-IP-Anlagen. Auch hier könnt ihr das dann übers Netzwerk einspeisen. In diesem Video und für diese Anleitung hier insbesondere beschränke ich mich aber erstmal für die klassische Installation, also mit Stick oder Karte. Wenn ihr zu dem Thema SAT-over-IP vielleicht auch gerade in Verbindung mit einer Fritzbox mehr sehen wollt und auch sehen wollt, wie man das Ganze einrichten kann, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Jetzt haben wir die Empfangshardware soweit zusammen. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, was ihr hier als Rechner bzw. Server für dieses Projekt nutzt.
Grundsätzlich habt ihr hier eine große Auswahl. Um dieser Anleitung folgen zu können, muss darauf lediglich Ubuntu laufen. Wenn ihr meine Videoreihe zum Thema Home-Server selbst bauen verfolgt habt und jetzt eben einen Home-Server mit Proxmox bei euch im Einsatz habt, dann ist das gar kein Problem, dann seid ihr bei diesem Video hier quasi genau richtig. Denn ich gehe hier auch darauf ein, wie ihr dann TV-Headend auf einem LXC, also Linux-Container, innerhalb von Proxmox installieren könnt und auch wie ihr dann die TV-Karte vom Host-System auf das Gastsystem, also den Container, weiterreichen könnt. Genauso funktioniert das natürlich aber auch mit einem ganz normalen klassischen Home-Server, auf dem eben Ubuntu ohne Virtualisierungsebene dazwischen installiert ist. Da spart ihr euch dann quasi das Durchreichen der Hardware, denn die wird dann logischerweise vom Host-System, was das einzigste System darauf ist, auch direkt erkannt. Quasi als letzten Bereich der Vorbereitung könnt ihr euch noch überlegen, mit was ihr dann quasi TV-Headend empfangen möchtet. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Beispielsweise funktioniert das sehr gut in Kombination mit einem Raspberry Pi und Kodi. So ein Raspberry Pi, den bekommt ihr um die 30 Euro. So günstig kriegt ihr nirgendwo einen klassischen Receiver, der Timeshift unterstützt, mit dem ihr Aufnahmen machen könnt und vieles, vieles mehr. Das ist also eine klare Empfehlung von mir. Das Ganze funktioniert aber auch beispielsweise in Verbindung mit Jellyfin. Video dazu habe ich auch schon gemacht. Dann auch in Kombination mit iPhone und iOS Apps, dann darüber auf einem Smart TV, auf einem Fire TV Stick und so weiter. Also da habt ihr eine große Auswahl. Wie ihr das darauf dann noch aktivieren könnt, dazu gehe ich am Ende des Videos noch ein. So, jetzt haben wir aber wirklich die Vorbereitungen abgeschlossen. Ich würde sagen, wechseln wir mal rüber auf den Computer und beginnen mit der Installation. So, ich bin jetzt hier bei mir auf dem Computer angekommen und im Browser habe ich jetzt hier auch schon meine Proxmox-Seite geöffnet. Wie erwähnt, zeige ich euch jetzt natürlich auch mal hier die ganzen vorbereitenden Tätigkeiten, wenn ihr das Ganze eben auf einem Home-Server mit Proxmox installieren möchtet und das dann eben innerhalb eines Linux-Containers konfigurieren möchtet. Denn da müssen wir dann zum Beispiel solche Sachen einrichten, wie eben das Durchreichen des DVB-C-USB-Sticks an den Container vom Host-System eben. Habt ihr jetzt bei euch im Netzwerk beispielsweise schon einen ganz normalen Ubuntu Home Server am Laufen, auf dem dann eben auch physisch wirklich das Ganze ohne Virtualisierungsebene läuft, dann könnt ihr natürlich mal ein bisschen vorskippen hier im Video. Den Part dazu bzw. den Timecode dazu seht ihr hier im Video und ist auch nochmal in der Beschreibung drin, wo es dann wirklich mit der eigentlichen Installation und Konfiguration von TV-Headend losgeht. Für alle anderen, die es eben auch mit Proxmox machen, da geht es jetzt los, da zeige ich euch jetzt die einzelnen Schritte, die wir hier jetzt vorbereitend durchführen müssen. Als erstes natürlich erstellen wir einen neuen Container, da wir das Ganze ja innerhalb von einem Linux-Container dann konfigurieren und installieren möchten. Als erstes vergebe ich hier natürlich ein Hostname, passenderweise nenne ich das Ganze hier einfach TV-Headend. Dann auch hier wichtig ist, wir brauchen einen privilegierten Container, das heißt, wir entfernen einfach den Haken bei unprivilegierter Container. Als nächstes vergebt ihr noch ein Kennwort ganz einfach und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr auch vorwärts gehen. Beim Template geht es eben darum, welches Betriebssystem wir wollen. Ich will jetzt hier ganz einfach Ubuntu 18.04, da ich euch das Ganze ja für Ubuntu zeigen möchte. Wichtig ist eben auch, als höchste Version quasi des Betriebssystems, als neueste Version eben 18.04 zu wählen. Alles Neuere wird momentan von TV-Headend noch nicht unterstützt. Dann geht es weiter mit der Rootdisk. Hier wähle ich einmal mein internes SSD-Laufwerk hier aus. Und vom Speicher brauchen wir hier gar nicht viel. Theoretisch würden die 8 GB reichen. Denn TV-Headend für die Installation selber braucht nicht viel Speicherplatz. Was allerdings Speicherplatz verbrauchen kann, ist, wenn ihr beispielsweise auch die Videorekorder-Funktion von eurem TV-Headend-Server dann verwenden möchtet, da wir natürlich dann TV-Sendungen oder ähnliches aufzeichnet, das braucht dann schon unter euren Umständen ganz gut Speicherplatz. Hier würde ich euch dann aber dazu raten, das beispielsweise mit einem NAS zu verbinden oder dann eben in meinem Fall jetzt hier nicht die SSD, sondern noch ein externes Laufwerk einzubinden. Aber dazu habe ich auch schon Videos gemacht, geht ganz einfach. Wir kümmern uns jetzt hier erstmal um die normale Konfiguration und da reichen wir die 8 GB aus. Dann gehen wir hier auf Vorwärts. Beim CPU genügt mir auch ein Core. Beim Speicher, also RAM, nehme ich hier 2 GB. Könnt ihr natürlich auch mehr nehmen, gerade wenn ihr zum Beispiel sowas wie Timeshift nutzen möchtet und das Ganze dann über dem RAM quasi zwischenspeichern möchtet, könntet ihr hier mehr nehmen. Aber für so ein Standard-Normal-Setup reicht mir das hier mal aus. Dann noch das Thema Netzwerk. Hier geht es natürlich ganz einfach darum, eine IP-Adresse, eine statische, zu vergeben. Und diese IP-Adresse, die brauchen wir jetzt nachher nicht nur im Browser, sondern auch später bei allen Client-Geräten, wo ihr dann eben den Zugriff zu TV-Headend einrichten möchtet, beispielsweise auf eurem Raspberry Pi, dann müsst ihr immer diese IP-Adresse hinterlegen. Also als Tipp, ihr könntet zum Beispiel was nehmen, das ihr euch ohnehin gut merken könnt. Wenn dann IP-Adresse und eben auch das Gateway hier angegeben sind, dann können wir auf Vorwärts gehen. Beim DNS brauchen wir nichts zu verändern, das passt so. Und dann kommen wir auch schon zur Übersicht hier und setzen dann zum Schluss noch den Haken hierbei nach Erstellen starten.
Wenn ich das jetzt ja alles hier ein bisschen schnell ging, dann kein Problem. Ich habe auch nochmal ein ganz ausführliches Video zum Thema Erstellen eines Linux-Containers auf meinem Kanal gemacht. Findet ihr natürlich auch verlinkt. Dann gehen wir jetzt hier auf Abschließen. Sobald euch dann in diesem Fenster hier Task OK angezeigt wird, könnt ihr dann das Fenster hier auch gleich schließen. Und jetzt müssen wir als nächstes mal in die Shell des Host-Systems, also von eurem Proxmox-Server selbst rein. Geht zum Beispiel ganz einfach, indem ihr hier auf Server geht und dann auf Shell. Und dann können wir jetzt alle weiteren Einstellungen darin noch vornehmen. Als erstes überprüfen wir mal, ob auch die TV-Karte erkannt wurde. Nun, das geht ganz einfach mit diesem Befehl hier. Schauen wir uns mal an, was rauskommt. Und ja, das sieht gut aus. Wir sehen, hier wurde ein Videogerät erkannt. Und auch hier die Angaben passen für das, was wir jetzt hier verbunden haben. Und hier müsst ihr euch jetzt nur noch die ID sozusagen merken dieser Karte bzw. dieses Gerätes. Ist in meinem Fall jetzt hier 212. Das brauchen wir dann später noch. Als nächstes öffnen wir jetzt hier mal auf der Host-Shell oder in der Host-Shell die Konfiguration von unserem soeben erstellten Container. Da braucht ihr natürlich die Container-ID, wurde uns ja eben auch bei der Zusammenfassung bzw. im ersten Schritt der Konfiguration angezeigt. Die müsst ihr dann eben hier anpassen vor dem Punkt Conf. Mir ist jetzt eben hier die 110 und das können wir jetzt hier dann mal öffnen. In dieser Datei angekommen, geht ihr mal hier runter, quasi in die letzte Zeile oder könnt auch eine dazwischen freilassen. Und gebt dann hier diese folgenden zwei Zeilen ein, die ihr auch verlinkt findet. Hier oben, da geht es mal um das Device an sich, das wir eben jetzt hier dann verbinden bzw. durchreichen möchten. Da geht es dann eben hier um die ID, deswegen haben wir gesagt, die vorher bitte marken. Und dann geht es hier noch um so eine Art Mount Point, wo soll das Device dann auch innerhalb von eurem Container zu finden sein. Ist ähnlich wie wenn ihr Festplatten einbindet, ihr habt eben quasi die Quelle und das Ziel, das wäre jetzt hier die Quelle und dann soll es eben im gleichen Verzeichnis auch wieder auf eurem Container zu finden sein und wir geben hier beispielsweise noch ein paar Optionen an und auch, dass dieses Verzeichnis automatisch erstellt werden soll. Nun, das können wir dann hier schon auch abspeichern und den Editor verlassen. Wenn das geschehen ist, dann müsst ihr jetzt noch einmal kurz den Container neu starten, könnt ihr euch dort anmelden oder das Ganze einfach über den Browser machen. So, nach dem Neustart sind dann die Änderungen auch auf dem Container wirksam. Dann können wir ab jetzt mal direkt in den Container hier reinwechseln. Ich mache das hier einfach über diesen PCT-Befehl, sodass ich dann direkt im Container hier einmal drin bin. Das erste, was ich jetzt hier innerhalb des Containers mache, ist eigentlich das gleiche, was wir hier gerade auch gemacht haben, nämlich einmal checken, ob die Karte denn auch jetzt hier im Container erkannt wird. Geht natürlich mit dem gleichen Befehl. Ja, das sieht sehr gut aus, die wird erkannt, da steht im Endeffekt das gleiche dran. Hier die unterschiedliche Formatierung liegt an den unterschiedlichen Betriebssystemen, die darauf laufen, aber wenn da im Endeffekt mehr oder weniger das Identische steht, dann hat das funktioniert. Dann wird eure Karte jetzt auch hier vom neuen System erkannt, beziehungsweise vom Container eben. Dann sind wir jetzt auch schon so weit, dass wir mit der eigentlichen Installation von tvHeadend hier loslegen können. Nun, tvHeadend könnt ihr nicht ganz einfach per apt-get so, sag ich mal, vorkonfiguriert installieren. Wir müssen hier noch ein paar Repositories hinzufügen, dass das Ganze dann auch hier funktioniert. Als erstes brauche ich aber allerdings hier, da ich es wie gesagt in einem LXC-Container laufen habe und alle anderen, die das eben auch so gemacht haben, die brauchen hier noch quasi die Software Priorities Common bzw. Software Properties Common. Die müsst ihr euch hier noch nachinstallieren. Das geht ganz einfach mit diesem Befehl hier. Habt ihr das erledigt, dann fügen wir jetzt hier erstmal noch die Repository hinzu und noch ein paar Abhängigkeiten und Pakete, die wir hier brauchen. Und danach legen wir auch hier den Key noch an, der hier für tvHeadend zuständig ist. Jetzt fügen wir noch die Repository im Genauen hinzu, die auch eben angibt, welche Art und Kombination von tvHeadend wir hier benötigen. Wir wollen das Ganze nämlich in der Stable-Variante, also nicht irgendwie, sag ich mal, die Beta-Variante, sondern immer die Stable-Variante. Und dann geben wir auch noch hier quasi den Nickname bzw. die Kennung von unserem Betriebssystem an. Bei Ubuntu 18.04 wäre das Ganze hier Bionic. Und dann können wir das auch mit Enter bestätigen. Jetzt müssen wir einfach hier noch einmal unsere Paketquellen aktualisieren. Das geht einfach mit sudo apt-get-update. Und dann können wir hier einfach mit apt-get install bzw. sudo apt-get install tvHeadend tvHeadend dann installieren. Wie ihr seht, das ist eine etwas größere Installation hier mit 180 MB. Können wir jetzt hier einfach mit Yes bestätigen. Hier innerhalb der Konfiguration werden wir jetzt gebeten, einen Username für den tvHeadend Admin zu erstellen. Könnt ihr eben euch einen raussuchen. Ich nehme den jetzt wie mich selbst hier einfach Daniel. Und dann brauchen wir natürlich hier auch noch ein Passwort. So, und dann steht hier auch schon, dass nach der Konfiguration dann die tvHeadend-Seite bzw. das Webinterface über den Port 9981 erreichbar ist. Können wir dann also auch hier mit OK bestätigen.
So, die Installation von TV-Hidden selbst ist nun abgeschlossen. Was ich jetzt allerdings hier noch mache, ist mir den Avahi-Daemon zu installieren. Ganz einfach, damit ich auch über den Hostname von dem Container hier bzw. von dem Rechner auf die Website komme und nicht immer die IP-Adresse eingeben muss. Das geht natürlich ganz einfach hier mit apt-get install und dann hier Avahi-Daemon. Der Schritt ist natürlich optional, ihr könnt auch einfach die IP-Adresse eingeben, dann braucht ihr das hier nicht. So, dann angekommen hier im Browser gebe ich dann jetzt eben in meinem Fall folgende Adresse ein, also einfach http Doppelpunkt und dann slash slash und dann kann ich jetzt hier eben tv headend eingeben und dann eben die Portnummer, also in diesem Fall Doppelpunkt 9981 und dann kann ich das ansurfen. Wenn ihr das nicht installiert habt oder das bei euch mit dem Hostname nicht funktioniert, gebt einfach anstelle von tv headend die IP-Adresse von eurem Container bzw. Rechner ein. So, dann bevor ich hier auf die Seite gelange, muss ich mich natürlich authentifizieren. Den Benutzernamen Passwort haben wir ja gerade bei der Installation angelegt. Das gebe ich jetzt hier einfach ein. So, und wunderbar, da seid ihr jetzt auch schon das erste Mal quasi auf eurer TV-Headend-Seite gelandet. Nun, hier gibt es die Möglichkeit, die ganze Konfiguration mit so einem Welcome-Wizard, Installations-Wizard, wie auch immer, durchzuführen. Ich mag den persönlich nicht so, es ist auch möglich, das darüber zu konfigurieren. Ich mache das aber lieber Step-by-Step manuell hier über die einzelnen Einstellungen bzw. Reiter. Deswegen, ich gehe jetzt hier auf Cancel, wer den benutzen möchte, feel free to do so. Als erstes landet ihr jetzt hier quasi in dieser Base-Configuration von eurem Server, könnt ihr noch ein paar Einstellungen vornehmen, wenn ihr möchtet die Sprache ändern und so weiter. Aber das ist jetzt noch nichts, was hier zwingend für die Installation notwendig ist, könnt ihr wie gesagt noch machen, wenn ihr das möchtet. Als erstes gehen wir jetzt aber hier mal auf den Punkt DVB Inputs und kontrollieren mal, ob unser Adapter hier, ihr seht ja auch wieder den Pfad, erkannt wurde. Bei mir wird jetzt hier auch noch eine Fritzbox Cable angezeigt, die könntet ihr theoretisch auch als DVB-C-Tuner hier benutzen, wenn ihr SAT over IP da aktiviert habt. Kann ich auch gerne mal noch in einem extra Video zeigen, wen das interessiert, aber ich denke allgemein kompatibel, beziehungsweise es ist auch tatsächlich einfacher, hier so eine USB-Karte zu nehmen. Nun, als erstes, bevor wir jetzt hier aber da was in der Karte konfigurieren, gehen wir mal auf unsere Networks. Hier ist es einfach nur wichtig zu wissen, okay, die wird angezeigt, das heißt, das funktioniert soweit. Gehen wir jetzt aber hier auf den Tab Networks, wie gesagt, und auf den Tab Add und fügen dann ein neues hinzu. Hier müssen wir jetzt erstmal den Network Type auswählen. Hier in meinem Fall, wie gesagt, mache ich das Ganze über einen Kabelanschluss. Deswegen wähle ich hier einfach ein DVB-C Network für Cable aus. Ich kann hier ein Network Name vergeben, ist ganz frei wählbar, was ihr da nehmt. Ich nenne das Ganze einfach hier Kabel-TV. Und dann könnt ihr jetzt hier auch so Predefined Muxes auswählen, würde ich euch empfehlen, das macht das ein bisschen einfacher. Ich würde mal in die Region Germany gehen und ihr seht, da ist dann auch schon je nach Anbieter so ein bisschen vorkonfiguriert, was ihr hier habt, auch nach Region, müsst ihr einfach schauen, was da für euch zutrifft. Bei mir ist es jetzt Unity Media, wähle ich einfach die hier aus. Also hängt natürlich von eurem Kabelanbieter ab. Weiteres müsst ihr hier jetzt eigentlich an dem Punkt nicht konfigurieren, da könnt ihr direkt hier auf Create klicken. Ist jetzt euer Network hier erstellt, gehen wir mal wieder zurück auf den Part TV Adapter, denn hier müssen wir jetzt dann mit dem Adapter das Netzwerk noch verknüpfen oder auch andersrum, je nachdem wie man es eben sieht. So, ihr seht, meine Karte hier hat mehrere Funktionen, zum Beispiel auch DVB-T, ist jetzt allerdings für mich hier nicht relevant. Ich will ja ein DVB-C Netzwerk, deswegen gehe ich jetzt hier auf den Part DVB-C und hier im Bereich Networks klicke ich jetzt auch hier direkt mal Kabel-TV an und setze danach auch den Haken bei Enabled. Grundsätzlich könntet ihr auch hier noch mehr einstellen, wenn ihr möchtet, beispielsweise eine Priority, wenn ihr mehrere Adapter habt. Aber für mich ist das jetzt hier alles ganz okay. So, wir haben nur den einen Adapter hier eben, Basiskonfiguration quasi, und dann klicke ich einfach auf Save. So, jetzt seht ihr, ist auch der Adapter hier schon grün, das heißt, das sollte funktionieren. Wechseln wir nun auf den Part Muxes. Hier wird jetzt quasi automatisch, sobald ihr eben die Karte aktiviert habt und auch ein Network hinterlegt habt, so eine Art, ja, Sendersuchlauf könnte man das Ganze vielleicht bezeichnen, durchgeführt. Das Ganze kann wirklich eine Weile dauern, also das kann je nachdem, was eben euer Server Leistung hat, was die TV-Karte für Leistung hat, auch gut und gerne mal eine halbe Stunde dauern. Ihr müsst einfach warten, bis hier bei Scan Result irgendwas steht. Da kann auch unter anderem bei mancher Frequenz mal Fehlstellen stehen, das ist aber nicht weiter schlimm, solange es nicht bei allen steht. Aber wenn bei den meisten okay steht, dann ist das Ganze abgeschlossen, beziehungsweise ihr könnt dann auch mal in den Tab Services wechseln und wenn dann hier einige angezeigt werden, dann wisst ihr, dass das fertig ist. Hängt natürlich immer von eurem Kabel-Provider ab. Bei mir sollten es nachher so um die 500 sein, dann weiß ich, es wurden alle Sender gefunden.
So, bei mir ist jetzt auch hier ein bisschen Zeit vergangen und wie ihr seht, hier steht überall bei den meisten Muxes jetzt hier beziehungsweise bei den meisten Frequenzen. Okay, und das soll auch der Fall sein. Und wenn wir jetzt hier auch mal auf den Services Tab gehen, dann sehen wir, haben wir jetzt hier um die 500 Sender gefunden. Das heißt, in meinem Fall passt das jetzt soweit. Jetzt bleiben wir auch hier erstmal in dem Service-Tab, denn jetzt seht ihr hier eigentlich die ganzen gefundenen Sender, beziehungsweise am Anfang auf der ersten Seite immer noch nicht. Ich würde euch empfehlen, geht mal hier auf die Ansicht 200. Wenn ihr auf All geht, dann laggt das ziemlich. 200 habe ich gesehen, funktioniert ganz gut. Wenn ihr jetzt ein bisschen runterscrollt, dann seht ihr auch schon die ersten Sender. Was ihr jetzt machen müsst, ist diese Services bzw. Sender mappen. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, alle mappen. Macht nicht wirklich viel Sinn, da ist ziemlich viel. Ja, kann man sich jetzt drüber streiten, ich sage jetzt mal Müll dabei, aber könnt ihr natürlich tun oder was ich euch empfehlen würde, wählt einfach die Sender aus, die ihr wollt. Geht ganz einfach, ihr klickt einen an und haltet dann eben Steuerung oder Shift gedrückt, je nachdem auf welchem Betriebssystem ihr dann von eurem Rechner seid und wählt dann eben den nächsten aus und so weiter und so fort und so geht ihr dann eben hier Seite für Seite durch. Also ich lasse jetzt hier mal den Bayern ausgewählt, gehe dann hier mal auf die nächste Seite und schau mal, was hier dabei ist. Ich sage hier zum Beispiel NDR, finde ich auch noch interessant und ich füge jetzt hier einfach mal in meinem Fall hauptsächlich öffentlich-rechtliche hinzu, aber das könnt ihr ja ganz machen, wie ihr möchtet. Nehmt noch hier ein paar ZDF-Sender mit, sage jetzt mal der WDR, interessiert mich auch noch. Und was haben wir hier unten noch? Beispielsweise Tagesschau 24. Also ist ja ganz egal, das ist jetzt hier erstmal nur exemplarisch. Ihr wählt ganz einfach die Sender aus, alle, die euch interessieren. Und wenn ihr die ausgewählt habt, dann geht ihr einfach hier auf Map Selected und dann eben hier auf Map Selected Services. Dann könnt ihr hier in diesem Fenster die Einstellungen eigentlich gleich belassen und dann hier auf Map Services klicken. So, bei mir steht jetzt hier 4 von 4, das sollte bei euch dann eben auch mapped und dann eben die Anzahl der markierten Sender stehen. Jetzt könnt ihr nochmal hier auf den Punkt Configuration gehen und dann hier auf Channel/EPG und dann werden euch jetzt eben hier die ganzen Sender angezeigt, die ihr jetzt hinzugefügt habt. Wenn ihr jetzt hier auch mal auf den Electronic Program Guide geht, dann seht ihr auch hier die ganzen aktuell laufenden Sendungen eben von den Kanälen, die ihr ausgewählt habt bzw. eben gerade da sind. Damit ist die eigentliche Konfiguration von TV Headend abgeschlossen. Ihr könnt ab jetzt mit den Sendern, die ihr hinzugefügt habt, Fernseh schauen. Nun allerdings, was ihr noch machen müsst, um überhaupt von einem Client darauf zugreifen zu können, ist hier ein paar Nutzer anzulegen oder zumindest einen, denn mit dem Admin funktioniert das zwar theoretisch, würde ich euch aber nicht empfehlen. Also geht ganz einfach hier auf Configuration und dann hier auf den Punkt bzw. auf den Tab Users. Und dann könnt ihr hier auf Access Entries gehen und auf Add. Dann müsst ihr natürlich hier erstmal ein Username auswählen. Ich nenne ihn jetzt hier Cody, da ich nachher über Cody auf einen Raspberry Pi darauf zugreifen möchte. Ihr könntet hier jetzt auswählen, welche Benutzereinstellungen oder welche Einstellungen allgemein dieser Nutzer machen kann. Wir brauchen keine Einstellungen eigentlich, dass er die vornehmen kann, sonst er muss ja nur schauen können. Admin soll er auch nicht sein. Wichtig beim Streaming, ich würde hier einfach alles Verfügbare auswählen. Der Client zieht sich dann das, was er auch braucht. Videorekorder würde ich auch auswählen, ist ganz interessant, dass er auch hier eben drauf zugreifen kann, auch Cody, wenn ihr da mal was habt, hier im Zweifel immer alles auswählen. Das ist jetzt im Internet, sage ich eigentlich auch nichts, was irgendwie sicherheitsrelevant wäre, ob jetzt halt jemand eure aufgezeichneten TV-Sendungen sehen kann oder nicht. Apropos Netzwerk, bei Allowed Networks, da könnt ihr jetzt hier ein Netzwerk, ein Subnet eingeben, aus welchem dann eben der Nutzer darauf zugreifen kann. Wenn ihr wollt, dass er von allen Netzen bei euch im Netzwerk oder gegebenenfalls, wenn das auch fürs Internet aufmacht, auch daraus zugreifen könnt, dann gebt ganz einfach 0.0.0.0 hier ein, also viermal die 0, dann kann er da von allem drauf zugreifen. Hier noch weitergehende Konfigurationssachen, Webtheme und so weiter, finde ich, braucht man jetzt nicht. Allerdings hier auch wieder beim Streaming, wählt im Zweifel alle Profile aus, sodass der Client sich das schluckt, was er eben gerne hätte. Zu den DVR-Konfigurationen, da können wir mal noch in einem ausführlichen Video zum Thema digitalen Videorekorder hier, für das steht auch die Abkürzung hier, da kann man nicht noch Profile einrichten oder sollte man zumindest. Und hier könnt ihr zum Beispiel auch den Channel-Bereich begrenzen für den Nutzer, wenn ihr das machen wollen würdet, braucht man aber nicht unbedingt. Und auch hier wieder ein paar weitere Einstellungen, die wir jetzt allerdings so nicht unbedingt brauchen. Dann können wir jetzt hier einfach auf Create klicken. So, jetzt habt ihr einen User, was ihr aber noch nicht habt, ist ein Passwort für den User. Deswegen müsst ihr noch einfach auf den Tab hier auf Passwords gehen. Ich weiß auch nicht, wieso man das nicht in einem gemacht hat, aber gut, damit leben wir einfach. Gehen jetzt hier auf Add, dann gebt ihr einfach den Username, wichtig eben gleiche Schreibweise an und vergebt für den ein Passwort. Wenn ihr möchtet, könnt ihr noch einen Kommentar hier eben dazu anlegen, brauchen wir jetzt nicht. Ich klicke einfach auf Create und dann hat der Benutzer jetzt auch noch ein Passwort. Damit haben wir aber jetzt die initiale Konfiguration von TV Headend abgeschlossen.
Ich hoffe, die Installation hat jetzt auch bei euch funktioniert und ihr konntet nun auch schon die ersten Sender bei euch mappen. Nun, jetzt da das abgeschlossen ist, geht es natürlich an die Empfangstechnik. Dann könnt ihr auch gleich mal testen, ob ihr wirklich das Live-TV-Signal auch sauber empfangt. Und an Empfangstechnik habt ihr hier eine relativ große Auswahl. Das erste ist mal Empfang via Kodi mit einem Raspberry Pi. Wie eingangs erwähnt, ist das wirklich eine sehr kostengünstige Möglichkeit für das, was ihr hier an Leistung bekommt. Grundsätzlich braucht ihr dafür einfach mal Kodi auf eurem Raspberry Pi installiert. Wie das geht, habe ich ein extra Video dazu gemacht, findet ihr in der Beschreibung und natürlich auch hier im Video verlinkt. Wenn ihr jetzt sehen möchtet, wie genau ihr euren Raspberry Pi mit Kodi, mit TV Highland eben verbinden könnt und dann ganz einfach über das relativ schöne grafische User Interface dann darüber auch Live-TV empfangen könnt, dann habe ich ein Video dazu für euch auf meiner Patreon-Seite. Da zeige ich das Ganze Schritt für Schritt und ausführlich. Link dazu findet ihr natürlich in der Beschreibung. Das war es jetzt hier auch schon zur initialen Konfiguration von TV Highland. Natürlich sind auch hier die Möglichkeiten dieser Software nahezu unendlich. In einem der nächsten Videos werde ich auf jeden Fall mal darauf eingehen, wie ihr Timeshift einrichten könnt und wie ihr eben auch TV Highland als digitalen Videorekorder nutzen könnt. Wenn ihr darüber hinaus euch allerdings Videos zu diesem Thema wünscht, dann lasst mich das doch unbedingt in den Kommentaren wissen. Wenn ihr keine weiteren Videos zu diesen Themen dann eben verpassen wollt und ihr das noch nicht getan habt, dann abonniert doch sehr gerne meinen Kanal. Ansonsten, wenn ihr dieses Video hier hilfreich fandet und euch das gefallen hat, dann gebt mir auch sehr gerne einen Daumen nach oben. Hier an der Seite findet ihr weitere Videos auf meinem Kanal verlinkt, beispielsweise die Tutorial-Reihe hier zum Media-Server und auch die Tutorial-Reihe zum Home-Server. Und ganz zum Schluss sage ich natürlich wie immer vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.